Moin Leute und willkommen zurück zu Rust. Heute geht es um die statischen Methoden und dadurch auch um Konstruktoren. Habe ich euch ja letztes Mal schon angedroht, ist aber nicht so schlimm, keine Sorge. Genau, was man bei statischen Methoden auf jeden Fall nicht hat, ist Self als Parameter. Das heißt, im Prinzip ist es sowas wie eine normale Methode, nur innerhalb von einer Impl. Und das ist es auch schon, die ganze Magie. Ihr könnt jetzt wieder abschalten. Nein, Spaß könnt ihr natürlich nicht. Wir werden nämlich noch Konstruktoren durchreden. Und Konstruktoren sind ganz spezielle Sachen. Nämlich werden die normalerweise immer mit New betitelt. Und ihr müsst außerdem noch wissen, wie man die Dinge aufruft. Deswegen bleibt ruhig dabei. Aber im Prinzip sind diese Konstruktoren in Rust, für die Leute, die schon mal programmiert haben, einfach nur stinknormale statische Methoden. Was wir jetzt also hier mit diesem New-Stichwort haben wollen, ist, wir wollen das hier. Wir wollen nämlich hier ein Rechteck zurückgeben. Also haben wir eine Methode, die keine Parameter nimmt, aktuell zumindest, und wir geben ein Rechteck zurück. So, und ja, was machen wir jetzt hier? Wir geben ein Rechteck zurück, so wie wir es gesagt haben, indem wir sagen Rechteck, Klammer, Klammer, und hier sagen wir x ist 0,0 standardmäßig und y ist auch 0,0 standardmäßig. So, und das ist auch schon die ganze Magie. Hier noch ein Komma hin, sonst habe ich ein Problem. Und ja, was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir erstellen uns ein neues Rechteck mit Standardwerten 0 und 0. Und wir geben das zurück. Das ist auch schon alles. So kann man das Ding erstellen sozusagen. Das heißt, ich brauche jetzt hier, wenn ich mir ein neues Rechteck erstellen möchte, nicht unbedingt let r gleich Rechteck bla bla bla, sondern ich rufe diese New-Funktion, beziehungsweise New-Methode, Entschuldigung, jetzt hat mir gerade das Wort gefehlt, New-Methode auf. Okay, also machen wir das einfach mal direkt und schauen uns an, was passiert. Let r gleich. So, wie rufe ich jetzt so eine statische Funktion auf? Ich habe ja kein Self, über das ich das aufrufen kann. Naja, macht man ganz einfach. Man sagt den Namen von der Impl, also Rechteck, Doppelpunkt, Doppelpunkt, und jetzt holen wir uns diese statischen Methoden new und Klammer, Klammer, fertig, Semikolon. Okay, was wir jetzt hier bekommen, ist ein Rechteck eben, und das können wir uns einfach mal angucken, indem wir sagen, wir geben hier unten einfach mal dieses r.x aus. Lasst euch hier nicht irgendwie irritieren, das ist nicht so schlimm, das ist einfach nur ein Warning, dass ich nicht alles benutzt habe, was ich hier geschrieben habe. So, und x ist 0, hat alles wunderbar funktioniert, so sollte es ja auch sein. Okay, aber jetzt habe ich auch folgende Möglichkeit. Ich kann nämlich hier, kriege ich ja ein Rechteck durch, ich kann jetzt hier auch einfach sagen, ich hätte ganz gerne so eine andere Funktion drauf aufgerufen. Das Ding hier gibt mir ja ein Rechteck. Und auf diesem Rechteck kann ich Sachen ausführen, also zum Beispiel Fläche aufrufen. Fläche. So, aber Achtung, jetzt haben wir hier in R kein Rechteck mehr drin stehen, sondern jetzt haben wir in R die Fläche drin stehen. Achtung, die Klammer nicht vergessen. Und das heißt, wir haben hier ein Float 64 drin stehen, das heißt, ich darf nur R ausgeben. Okay, ups, das war das Falsche. Lassen wir das ganze Ding einfach mal laufen. So, Fläche ist immer noch 0. Naja, wer hätte es erwartet, wenn wir jetzt hier einen anderen Standardwert reinpacken, zum Beispiel 2, und das dann ausführen, dann sehen wir da auch einen kleinen Unterschied drin. Oh, whoops. Ja, wenn wir das Ganze mit der Fläche machen, dann kann da natürlich nicht viel passieren. Ich will natürlich mit dem Umfang was machen. Wenn x 0 ist, dann haben wir immer noch keine Fläche, nur der Umfang kann berechnet werden. Und da sehen wir schon so ein bisschen die Schwachstelle hier. Achtung, das hier brauchen wir nicht und das hier brauchen wir auch nicht. Das war zu Demonstrationszwecken letztes Mal. Hier sehen wir die Schwachstelle. Self, Umfang berechnet sich hier mit 2 mal x plus y. Naja, aber der Umfang von einer Strecke ist vielleicht nicht unbedingt 2 mal y in dem Fall. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es geht ja darum, euch zu zeigen, wie das ganze Konzept hier funktioniert. Also gehen wir nochmal her und lassen das laufen. Ups, falsche Reihenfolge. Okay, und jetzt haben wir als Umfang 4. Das heißt, wir haben hier oben tatsächlich ein neues Rechteck erstellt und das, was wir hier gemacht haben, nennt sich Method Chaining. Das heißt, das hier gibt uns ein Rechteck, was ich gerade markiert habe, und wenn ich auf diesem Rechteck eine Funktion aufrufe, dann einfach mit dem Punkt, und dann habe ich das Ganze schon als Self-Parameter festgelegt und kann in meinem Umfang weiter damit hantieren. Okay, sehr schön. Wie gesagt, Achtung, R ist jetzt aktuell gerade durch den der Umfang, also der Wert, der durch den Umfang zurückkommt, sprich ein F64 sehen wir hier.
Und wenn ich den ausgebe, darf ich natürlich nicht auf x oder sowas zugreifen. Gut, jetzt kann ich natürlich noch ein paar andere Sachen mit diesen statischen Methoden machen. Ich muss nicht immer ein Rechteck zurückliefern. Ich kann mir aussuchen, was ich mache. Das heißt, ich kann auch wirklich sagen, fn irgendwas, ja. Ich kann hier Parameter reinmachen, a vom Typ i32. Und was ich noch alles Bock drauf habe, ich kann alles Mögliche reinmachen hier. Und dann kann ich hier, kann ich hier reinschreiben, was ich möchte. Also ihr seid da komplett frei. Das ist wie bei einer stinknormalen Funktion auch. Nur, dass ihr halt innerhalb der Impl seid und die Methoden innerhalb der Impl, für die ihr kein Self aufgerufen habt, also für die ihr nicht diesen Zugriffsoperator Punkt benutzt, da nehmt ihr einfach dann diese zwei Punkte, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann war's das. Okay, machen wir die wieder raus. Ja, das ist es auch schon im Prinzip mit den statischen Methoden. Also die Dinger nennen sich statische Methoden, weil sie von keinem Typ ab, von keinem Objekt abhängig sind. Das heißt, wir müssen davor nicht irgendwie ein Rechteck zur Verfügung haben, auf das wir dann den Zugriffsoperator und so weiter brauchen, sondern wir können einfach diese Funktion hier mit diesen zwei Doppelpunkten aufrufen und fertig. Das heißt, wir brauchen wirklich kein Objekt vorher, deswegen statisch. Okay, ja, das war es eigentlich auch schon dazu und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.